Und wenn ich dich noch einmal hier beim Wichsen erwische, schneide ich dir die Nüsse ab. Piss. Necke. Okay, die haben nur diese scheiß VIP-Chips. Warum wird mir die ganze Zeit die Pulse angezeigt? Hallo, kann das bitte weg? Hallo? Ich hab schon mal gefragt, was willst du von mir? Ich hab eine zweite Chance gekriegt. Und die lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Cool über deine zweite Chance, aber kennst du schon die DS1 Pulse? Auf Erden, wo man einen menschlichen Verstand operiert hat. Heute bestimmt immer noch. Hey, what the fuck? Alles enden. Du bringst dein Ding zu. Du bist ein echter Magier. Eine Sache noch. Alt Cunningham. Sie ist mein Ass im Ärmel. Verpiss dich. Ich hab genug von dir. Irgendwann wirst du mir zuhören müssen. Und bis dahin bleib am Leben. Magier. Die fliegende Zigarette. Oh, alles klar, Mann. Jo. Ja, ich glaube, ich muss das Spiel gleich mal neu starten. Wen willst du hier sehen? Ich will keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Lass mich rein, ja? Bitte, bitte. Dankeschön. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Warum fangen Kämpfe so abrupt an, Alter? Der ging's doch immer noch gut. Hat ihren Stolz. Lässt sich ungern was anmerken. Jetzt mach mal deine Los, komm, gehen wir. Mach mal deinen Mund auf, ihr. Ja. Gewaltsam öffnen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. The fuck? Ich glaub, wir können. Gehen wir rein? Hallo, ich bin gerade nicht eingebrochen. Wie kann ich helfen? Mich nicht an alles und jeden erinnern. Schlagen regiert er dich. Ja! Und jetzt such in deinem Gedächtnis nach Antworten. Sonst sorg ich dafür, dass du mein Gesicht nie vergisst. Zwei Beefer aus einem BT-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte! Schlagen, schlagen! Ja! Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Schlagen! Ah, der ist tot. Cool. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Mir doch egal, ich hab Spaß gehabt. Nur was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Ich ermorde einen Doktor brutal vor ihren Augen, auch ich. Reiß dich zusammen, alles ist möglich. Ja, fahren wir zusammen? Klar. Okay, auf geht's. Dann mal los. Was für Geräusche spielen gerade? What the fuck? Yeah! Im Beat jetzt! Das ist Evelyn. Pass sie bloß nicht an! Als sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Ich glaube, deine Bewegung schadet eher meinem Gehirn. Geberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Da ist noch eine Aufnahme. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Was hat die da? Hat die da gerade einen Schlaganfall oder was? Kann man schwimmen in dem Spiel? Natürlich. Was? Och nee. Ich bin gesoftlocked. Nein. Och nee.
Oh, Mann, ey. Ja, für heute reicht mir das. Warte. Eine habe ich noch. Warte. Die. Och mein Gott. Was ist das denn? Man kann keine Kinder töten. Oh mein Gott, renn. Soll mich das etwa beruhigen? Wenn du Ruhe brauchst, sieh dir eine Weile den Himmel an. Alles klar, Mann. Das habe ich gerade gesehen, Mann. Noch lange? Ich habe noch was zu tun. Was würdest du jetzt an meiner Stelle tun? Mir richtig Fett einblasen. Überleben zu lassen. Ich war nicht immer, was du vor dir siehst. Und dein Freund sah nicht immer wie ein Penner aus. Das sollte ihm, wie sagt ihr, Stoff zum Nachdenken geben. Stoff? Manchmal muss man die Dinge eben aussprechen. Das nicht. Dein Auto brennt. Okay, dann ist es halt egal. Desto größer die Lüge. Alles okay bei dir, Goro? Ja, woher die plötzliche Sorge? Ich mache mir Sorgen um dich, mein Freund. Du redest nie über dich. Wir haben gemeinsame Interessen, weil man sich in Night City Blei schneller einfängt als eine Erkältung. Und ich dich lebend brauche. Ich lebe und bin wohlauf, wie du siehst. Sorg dich um dich selbst. Das nehme ich als eine Beleidigung. Das Auto brennt nicht mehr. Das ist eine Scheiße, Alter. 60 Euro. Davon hätte ich mir... Wie viele Chicken Nuggets holen können, Alter? Was machen wir jetzt hier? Bedrohen wir ein paar Stripperinnen? So, cha-cha! Cha-cha-cha! Ja? Jetzt aufs Maul, oder was? Joy Toy. Hast du heute Nacht ein bisschen Gesellschaft? Ich will deine Niere. Denn hier bin ich, Baby. Klar, warum nicht? Klar, hab grad nichts vor. Hab grad nichts vor? Bro, what the fuck was that? Ich hab was, das macht dein Teil härter als deine Kindheit. Bruder, was? Entschuldige, ich habe Gäste. Hallo. Wie geht's, Oma? Sieh einer an. Wenn das nicht wie ist, the fuck? Bescheidenen Domizil. Ist das. Ist das ihr Handy? Eine magische Oma. Danke, Wakako. Wir wissen das zu schätzen, Radasama. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorset? Ich war mitten im Satz. Was? Bist du hier irgendwo? Ach, da. Du hast dich hierhin verschlagen. Das ist empfehlen. Such dir den ab oder so? Oder warum ist der T-Posing? Erledige deine Probleme und dein ganzes Boing. Weißt du was, Rock? Fick dich einfach! Pass auf wen du dich einlässt. Du hast geile unsichtbare Wände, mein Freund. Rogue, ich will mit dir reden. Schon gut. Kann ich jetzt hier auch durch? Nein, hier ist immer noch eine unsichtbare Wand. Hey, Lust auf einen neuen Job? Oh, ich muss kotzen. Hallo. Panam, wir sprechen.
spricht wie. Stell dir vor, jemand ruft dich an, Fremdes ruft dich an. Ich muss kotzen. Von Rogue. Oh, oh. Skill, pure Skill, 100% Skill. Oh Gott. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Au, das sah schmerzhaft aus. Nette Karre, geräumig, praktisch. Sei einfach still, bitte. Oh, in Automatik. Wie kamst du überhaupt zu dieser Scheiße? Wie kannst du es wagen, einen echten Mann in einem Automatik rumzufahren? Du weißt genau, dass ich nicht vom Auto rede. Meine Männlichkeit, sie verschwindet. Okay, alles klar. Hast du Pathfinding-Probleme? Kenne ich. Hanna, kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. What the fuck? Licht. Was eine Ablenkung! Es ist hell geworden. Also reiß dich zusammen oder steig aus der Sache. Jetzt. Ich habe versprochen, dir zu helfen, also helfe ich dir. Lass mich nur kurz abreagieren, okay? Jupp. Warum zum Fick sollte ich dir bitte schon helfen? Was ist da meine Sache bei? Da sind sie. Alles klar, Mann. Hey, Boss. Panam, wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Alles klar, dem geht's nicht gut. Bis zum nächsten Mal, Panam. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie... Auf was lehnt der sich an? Der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten ewig. Zu werden. What the fuck? Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Kann man so stehen? Sollte der am Auto sich anlehnen? Sofort. Ganz anderes Thema. Was ist das Abgefahrenste, das du je geschmuggelt hast? Spielen wir jetzt Wahrheit oder Pflicht? Komm schon, sag's. Das interessiert mich irgendwie nicht. Den stellvertretenden CFO von Kaukas. Das nennt sich chauffieren, nicht schmuggeln. Er fuhr im Kofferraum mit. Tot. Tot? Echt? Eine lange Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal. Na cool, wir sind jetzt beste Freunde, obwohl wir nicht ihre Rache-Mission gemacht haben. Very nice. Wir sind fast am Dach. Nice. Jetzt legen wir einen kurzen Stopp ein. Mitten auf der Brücke. Schlaue Idee. Auf der Gegenverkehrsspur.